Hallo, ich zeige euch heute das Muster Flechtstreifen. Ich verwende für das Muster von Langjans die Merino 120. Sie hat eine Lauflänge von 120 Meter auf 50 Gramm und wird mit Nadelstärke Nummer 3,5 bis 4,5 verarbeitet. Die ich verwende, sind von Adi. Bei diesem Muster ist die Maschenzahl muss hier jeweils durch 10 teilbar sein, plus eine zusätzliche Masche, damit das Muster rechts und links aufgeht, plus zwei Randmaschen. Ich habe also 23 Maschen angeschlagen. Die 20 ist eben teilbar durch 10. Plus eine zusätzliche sind 21, plus die zwei Randmaschen sind 23. Die erste Reihe beginnt auch eben mit der ersten Farbe und hier strickt man alle Maschen rechts. Und in der zweiten Reihe strickt man alle Maschen links, die Randmaschen in den Hinreihen rechts und in den Rückreihen links abstricken. In der dritten Reihe wechselt man nun auf die zweite Farbe und strickt damit die Randmasche ab. Dann beginnt man mit drei Maschen rechts und dann hebt man eine Masche ab und zieht den Faden hinter der Arbeit, führt man den Faden mit. Dann wieder eine Masche rechts und hinter der Arbeit den Faden mitführen. Wieder eine Masche rechts und hinter der Arbeit den Faden mitführen. Und zwei Maschen rechts. Diese 2, 4, 6, 8, 10 Maschen wiederholen sich ständig. Also nochmals drei Maschen rechts. Dann 5 Maschen abwechselnd einmal den Faden mitführen und eine Masche rechts. Den Faden mitführen und eine Masche rechts und einmal den Faden mitführen und 2 Maschen rechts. Und dann enden mit dieser zusätzlichen Masche eine Masche rechts und der Randmasche. In der vierten Reihe alle Maschen, die mit der zweiten Farbe gestrickt sind, rechts abstricken und alle abgehobenen Maschen wieder abheben, aber diesmal den Faden vor der Arbeit mitführen. Das ist wieder die zweite Farbe, hier wieder mitführen, die zweite Farbe, hier wieder abheben und den Faden mitführen. Und die Maschen, die in der zweiten Farbe auf der Nadel liegen, rechts stricken, hier wieder abheben, rechts stricken, abheben, rechts stricken, abheben und die restlichen Maschen rechts stricken,
und die Randmasche links. Das war die vierte Reihe. Die fünfte Reihe wird wieder in der ersten Farbe gearbeitet. Und hier nun alle Maschen rechts stricken. Dadurch erkennt man nun das Hebemaschenmuster, wie sich nun diese Maschen der zweiten Reihe hochziehen. Das war die fünfte Reihe. In der sechsten Reihe strickt man alle Maschen links. In der siebten Reihe wechselt man wieder auf die zweite Farbe. Man strickt also stets zwei Reihen in der ersten und zwei in der zweiten Farbe. Die erste Masche abheben, den Faden hinter der Arbeit, die folgende Masche rechts und die folgende abheben. Dann 5 Maschen rechts. Und dann eine Masche abheben und die folgende Masche rechts. Man strickt die siebte Reihe also genauso wie die dritte, nur dass sich eben das Muster versetzt. Da wo ich zuvor die Maschen gestrickt habe, werden nun die Maschen abgehoben. Und hier wurden die Maschen abgehoben in der dritten Reihe und in der siebten Reihe werden sie nun gestrickt. Diese 10 Maschen ab Beginn wiederholen sich wieder. Eine Masche abheben, eine Masche rechts, eine Masche abheben und 5 Maschen rechts. Und enden mit einer Masche abheben und einer Masche rechts. Das waren wieder diese 10 Maschen und nun noch die zusätzliche Masche, eine Masche abheben und die Randmasche. In der achten Reihe wieder die Farben, die Maschen, die in der ersten Farbe auf der Nadel liegen, abheben und die in der zweiten mit der zweiten Farbe rechts abstricken. Abheben und die Maschen der zweiten Farbe abstricken. Die Maschen der ersten Farbe abheben, der zweiten abstricken. Abheben, abstricken. Und hier liegt eben nun wieder der Faden vor der Arbeit, damit diese mitgeführten Fäden eben stets am Ende sich auf der Rückseite der Arbeit befinden. Das hier ist die Rückseite, deshalb muss man in den Rückreihen den Faden auch vor der Arbeit mitführen. So, das war die achte Reihe und ab dann das Muster ab der ersten Reihe stets wiederholen. Und so versetzen sich dann diese hochgezogenen Maschen ständig.
Das war das Muster Flechtstreifen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann abonniert meinen Kanal, so verpasst ihr kein weiteres Video. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.